Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir den Liga ein Juwel der Gerudo gestohlen und haben es in den Schlund der Wüste, der da ist, dieses bodenlose Loch geworfen und dadurch das letzte Rätsel innerhalb von Urbosas Ballade gelöst, wodurch wir diesen Schrein erscheinen ließen und den betreten wir jetzt schnurstracks. Ich bin gespannt, was es für ein Rätsel wird, aber ich tippe auf ein weiteres Elektrorätsel oder vielleicht mal wieder eine Kraftprobe. Solch eine war ja schon länger nicht mehr dran, Trommelwirbel, und? In der Kiste, im Kihirote-Mo-Schrein. Okay, wir haben farbige Bälle mit verschiedenen Musterungen. Aha. Vier Stück an der Zahl und einige Vertiefungen, die aber nicht besonders farblich markiert sind. Und hier große farbige Bälle, die womöglich Deko sind, nur hier in der Wand, oder vielleicht kann man die auch noch irgendwie rausholen. Aber im Moment sieht es eher nach Deko aus. Dann interagieren wir doch mal mit diesem Terminal und schauen, was wir da so sehen. Was ist das für ein Würfel? Okay. Der ist gefüllt mit Bällen, aber was mache ich dann da jetzt Schönes damit? Ist der irgendwo offen? Unten da? So? Durchs Gewicht? Schütteln hat nicht funktioniert. Muss ich die vielleicht druckartig nach unten fallen lassen? Nee, das ist solide alles hier. Ich dachte, vielleicht kann ich das da unten zerstören, aber dem ist wohl nicht so. Okay, aber rausholen kann ich die so erstmal nicht. Und einen Blick auf was Spannendes erhaschen darf ich auch nicht. Okay. Das ist schon mal interessant. Wir haben außerdem noch Fackelmarkierungen. Sozusagen. Wir haben 1, 2, 3, 4 und 5 eben. Und das heißt, warte mal, sind hier 1, 2, 3, 4. Aber hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, also mehr als 5 Symbole. Das kann schon mal nicht sein. In der Kiste. Da haben wir die Kiste des Titels. Vielleicht hätte ich da was rauslesen müssen einfach. Wie viele... ich muss vielleicht zählen, wie viele Kugeln einer Farbe da drin sind. Und dann muss ich zum Beispiel die rote jetzt als Beispiel... als abstraktes Beispiel in die 9 legen oder so, wenn es 9 Kugeln wären. Das könnte sein. Verstehe. Ich glaube, das ist es auch. Das ist, glaube ich, im Moment das Plausibelste. Hier darf man halt nicht durcheinander kommen. Es gibt nur eine rote hier drin. Sehe ich das richtig? Ja. Dem sollte so sein. Also legen wir die rot mal in die 1. Aber warum gibt es das zweimal? Das irritiert mich so ein bisschen. In die 1. Und warum gibt es auch davon 2 Reihen? Das ist ungut. Mal gucken. Und hier ist auch die rote Kugel. Aber ich denke, das wird Zufall sein. Ich glaube nicht, dass uns die großen Dekobälle das Rätsel hier lösen. So. Es gibt 2 Orangene, ne? Wir bewegen das Ding mal ein bisschen. Aber das sieht nach 2 aus, ja? Genau, und es gibt... es gibt aber auch ebenfalls 2 Grüne. 2 Grüne und 2 Orangene. Deswegen gibt es wohl auch 2 Reihen. 2 Grüne und 2 Orangene. Das wird der Grund sein... Aber der ist doch zu einfach.
Und das hat nicht funktioniert. Guck mal, ist nicht akzeptiert. Aha. Jetzt schon. Zeigen wir die großen Bälle doch die Lösung. Nee. Das aber auf keinen Fall. Aber dass das ein zweifacher Zufall ist. Also irgendwie, mich stört hier was. Mal gucken, ob ich die Kugel jetzt da reinlegen darf oder auf die andere Seite muss. Ja. Aber das kommt mir alles ein wenig komisch vor. Also das wäre blöd. Wenn wir die großen Kugeln alles schon verraten würden. Fände ich komisch. Ja, und dann gibt es hiervon 1, 2, 3, 4, da ist nur mehr als 5, oder? Ich weiß es nicht, aber es sieht irgendwie so aus. 1, 2, 3, 4. Das ist natürlich jetzt knifflig. 1, 2, spinn ich? Sieht das nur so aus, oder? Sind da welche drin, die gar nicht leuchten? Oh, ich spinne nicht. Da sind welche drin, die gar nicht leuchten. Deswegen 1, 2, 3. Wirklich nur 3? Ich glaube, das sind nämlich in Wahrheit nur 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Die erste, da, zweite, dritte, vierte. Gibt es eine fünfte? Nee, ich glaube, es sind nur 4. Okay. Also hier rein. Tatsache. Okay, das war's. Na, das war ja leicht. Das war durchaus leicht. Die Anzahl mussten wir da rauslesen, beziehungsweise. Aber die haben es uns doch jetzt verraten. Beziehungsweise, nein, nur halt in welche Reihe es dann muss. Aber die Anzahl ja nicht. Die mussten wir rauslesen. Ah, verstehe. Und so mussten wir das dann beides so rauslesen. Okay, gut. Verstehe. War aber gar nicht so schwer. Das erschien mir alles von Anfang an sehr logisch. Gut, aber es gibt natürlich noch ein Nachspiel in der Kiste. 1, 2, 3. Und da müssen wir wahrscheinlich jetzt die metallischen Kugeln zählen, damit die auch noch eine Funktion gehabt haben. Die sind nicht nur als blanke Nieten dabei, sondern sicher dafür. 1. 1. 2. 3. 3. Dann. Da hätten wir im Prinzip. Aber Moment, wie geht das dann hier? Was legen wir da rein? Das ist halt jetzt die Frage. Da brauchen wir eine große Kugel. Und wo bekommen wir die so her? Da ist die Kiste. Und da ist noch eine große Vertiefung. Das sieht ja fast so aus, als sollte die Kiste hier reinkrachen. In die Vertiefung. Also das verstehe ich gerade nicht so. Der erste Teil war leicht, aber das hier. Ich kann doch aber die großen Kugeln hier nicht befreien, aber wohl die, die ich hier übersehen habe. Wie kriege ich die hier raus? Oben drüber? Moment mal, was? Ich darf sie nicht bewegen.
Die ist komplett eingekesselt. Das glaubst du doch selber nicht. Und nu? Die ist hier komplett drin. Ich darf nichts tun. Oder so rausziehen. Nee, das geht auch nicht. Die ist komplett in der Falle. Aber wie kann ich die denn benutzen? Oder ist die nur Deko? Beziehungsweise Hinweis dafür, dass ich auf die Metallkugeln achten soll. Ja, schön und gut. Aber was soll ich da jetzt rein? Es wird also doch nochmal kompliziert, aber das bleibt doch nicht offen. Ach, das bleibt offen. Ah. Na dann. Eine Metallkugel haben wir aber nicht. Ich denke, dann dürfen wir... Nee, geht ja nicht. Ich brauche ja eine große. Ich glaube, so geht das nicht. Aber das wäre die einzige Lösung eigentlich. Es sind drei. Oder muss ich da alle rein? Nee, wäre auch komisch. Also das verstehe ich jetzt alles nicht so ganz. Ich kann die doch auch nicht abstürzen lassen. Ich würde aber natürlich schon ganz gerne an die Truhe ran. Es kann natürlich sein, dass ich alle da reinlegen muss. Aber ich fände es komisch. Aber was soll ich anderes tun? Eine genügt nicht und ich habe nichts anderes. Und die, die wird am besten passen. Das wäre noch am plausibelsten. Aber ich komme nicht an sie ran. Die ist wirklich fest. Und sonstiges gibt es hier nicht. Das bedeutet, wir müssen die alle dahin schleppen. Dann tun wir das mal. Prophylaktisch. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Was willst du anderes machen? Aber wozu die da ist? Das verstehe ich auch nicht. Die ist doch wohl auch nicht reine Deko. Na, ganz ohne Knobeln und ein wenig einem kleinen Tropfen Ratlosigkeit. Ohne den durften wir nicht ziehen. Wäre ja auch langweilig gewesen. Und nun funktioniere. Und es ward kein Licht. Ist es die falsche Anzahl? Habe ich mich verguckt? Knick in der Optik, aber es war auf jeden Fall mehr als eine. Nee, also ich glaube, das waren schon drei eigentlich. Eigentlich schon. Was soll ich denn machen? Oder jeweils in jede Vertiefung eine, nur in die richtige zwei oder so? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Aber wohl eher nicht, oder? Das wäre ein bisschen abstrakt. Jep. Und das bedeutet, wir müssen irgendwie auf Teufel komm raus diese Wertekugel befreien. Nur wie? Da sind die Pfeile gar nicht so gut. Nur wie, ist die goldene Frage. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich dachte, ich kann die irgendwie hier doch frei brechen. Was soll ich denn machen? Die ist fest. Da ist nichts zu tun.
Gut, die hängt über der 2, aber die 2 ist nicht richtig. Glaube ich. Was soll ich denn machen? Ist hier sonst noch irgendwas, von dem ich wissen sollte? Kann ich jetzt vielleicht auf andere Art und Weise? Nee. Habe ich schon gemacht. Interagieren. Mit der Kiste, aber. Oder soll ich in die 5 die Kugeln legen? Vielleicht ist die nicht nur zur Verwirrung da, sondern auch eben dafür. Nee, aber es bringt ja alles nichts. Und ich kann die nicht abstürzen lassen. Nee. Kann ich das... Ja, ich hätte mir ein... Ah, hallo. Was bist du denn? Magnetisches. Momentchen mal. Was genau ist das denn? Die Spitze ist magnetisch. Okay. Und das wohl nicht nur zum Spaß. Drehen wir es doch mal so rum. Und beenden den Spaß. Wenn man Spaß völlig neu definiert. Und es sind wirklich 3. Das ist schon die richtige Antwort. Ah, ist es ein Stöpsel? Nee. Hä? Ja, und nu? Darf ich mich meines Lebens freuen? Was mache ich denn jetzt? Kann ich dadurch die Kiste auch nicht bewegen? Was bringt mir das denn jetzt konkret? Das macht doch gar keinen Sinn. Die kann ich aber auch anhalten. Vielleicht sagt mir das ja irgendwas. Warte. Ich denke, das sagt mir eher was. Aber was? Doch abstürzen lassen. Nee. Aber die Truhe will ich auf jeden Fall haben. Sowieso und hier erst recht. Was um alles in der Welt? Ach. Na dann, ich darf das rausschieben. Sag das doch gleich. Aber... Ah nee, da passen doch alle durch. Aber die sind alle nicht magnetisch. Moment. Ach so. Aber... Halt. Da fehlen ja noch einige. Ich muss also bewegen ein bisschen. Aber das ist sehr cool. Grundsätzlich waren diese Balladenschreine ja wirklich cool. Aber der ist auch wirklich sehr gut. So, ich muss die alle mal rausschütteln. Denn dann haben wir nämlich auch unsere Metallkugeln. Perfekto. Und davon brauche ich wohl nur eine, schätze ich. Um die dann in das richtige Fach zu legen. Oder ich muss alle rein, aber ich denke eher nicht. Die müssen schon in das Richtige. Sehr, sehr cool. So, geht das so oder muss ich erst aufräumen? Nee, hat gereicht. Selten haben wir uns eine Truhe so redlich verdient wie jetzt.
Eine Elektrohandlanze. Nee, weg. Naja. Unser eigentlicher Lohn war die Lösung, die Befriedigung, diesen Schrein gelöst zu haben. Und dieses Bonusrätsel. Jetzt aber her mit dem Stempel auf der Treuekarte. Ein Zeichen von Abrokis, nämlich das letzte. Nun, da du 3 Zeichen gesammelt hast, begib dich zum Titanenwahn Abrokis. Das werden wir tun. Hoffentlich mit unserem Stasis-Modul. Hoffentlich dürfen wir das in den Kampf gegen den Donnerfluch mitnehmen. Ich habe da so meine Bedenken und Zweifel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Welch ein cooler Schrein. Mensch. Ich bin hin und weg. Doch nun auf zu Naboris. Stimmt, Sternstuppen haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen, gefühlt. Gut, wir sind auch irgendwie eher tagsüber unterwegs gewesen und nicht so bei erhöhten Punkten, nicht so im Gebirge unbedingt. Deswegen entwickelte sich das so. Und das ist doch mal wieder ein tolles Omen. So, Moment, wir müssen... runter? Nee. Demjenigen, der diesen Titanen betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Abrokis deinen Erinnerungen. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deinen Erinnerungen stattfindet. Es geht wieder los. Wir reisen in unsere verdorbene Fantasie und stellen uns dann noch einmal dem Peiniger von Vahn Abrokis entgegen. Mit leicht eingeschränkten Mitteln, sagen wir mal. Oje. Dies ist ein Ort der Illusionen, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Dein Gegner hier entspringt der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Ort der Illusionen, Ganons Donnerfluch. So, Moment, wir haben einen Schatzsäbel und ein Maschinengroßschwert. Schon mal gar nicht so schlecht. Blöd nur, das ist mir jetzt entfallen. Das habe ich mir vorhin noch gedacht, dass wir auf jeden Fall unsere Reckenfähigkeiten, bevor wir in den Schrein gehen, entladen, damit sie sich aufladen, während wir im Schrein tüfteln, damit wir dann vorbereitet sind. Aber ja, guess what? Ein Gushin-Schild. Kleiner Holzschild des Shika-Stammes. Seine charakteristische Form soll dazu dienen, die Beweglichkeit des Trägers zu bewahren und tote Winkel zu vermeiden. Okay. Och ja. Du gute Güte. Wir müssen ohne Pfeil und Bogen auskommen. Dafür mit relativ guten Nahkampfwaffen und einer prunkvollen, freizügigen, aber nicht so schützenden Rüstung. Wir haben kaum zu essen. Einen Zitterling, eine Zitterfrucht, Wild und ansonsten das Übliche. Wir durften aber unser Stasis-Modul behalten und das ist das Allerwichtigste.
Was ich nur ein bisschen... verflixt übertrieben finde, ist, dass wir... dass wir keinen Pfeil und Bogen haben dürfen. Das ist schon... eine knackige Ansage. Ich nehme zu viel Schaden. Komm nun her. Mist. Mein schlimmster Feind ist das Runterfallen hier. Es hilft nichts. Ich muss ihn... Jetzt hätte ich. Komm schon. Verdammt. Oh ja. Mist. Hilft mir ja gar nichts. Aber dann machen wir mal den hier. Oder auch nicht. Oh, Kinder. Nee. Und schnell. Es geht einfach nicht. Der war so schön leicht, als es noch ein fairer Kampf war. Der war so unendlich leicht beim ersten Mal. Aber davon ist natürlich nichts mehr übrig. So, endlich mal. Aber es hat nicht gezählt, weil der schon in seiner Macht war. Bitte was? Och, komm schon. Aber das ist erstmal der Schnupperversuch, um ein Gefühl für den Mist zu bekommen. Das ist noch kein ernstzunehmender Versuch. Sieht man auch. Ich glaube, das hätte ich nicht dazu sagen müssen. Die Zitterfrucht wirkt überhaupt unverarbeitet? Roh? Nee, die ist nur Deko. Sag mal. Oh, komm schon. Nun komm her. Mifa ist weg. Nee, das hilft nichts, ihn in der Luft anzuhalten. Das ist knifflig. Diesmal ist er kniffliger. Finde ich gut. Beim ersten Mal ging ich durch wie ein glühendes Messer durch Butter. Ja. So. Mein teuerster, mein billigster. So. Komm nur runter. Komm her. Komm runter. Nun komm schon her. Nicht so schüchtern. Aber nein, das bist du keineswegs. Und es wäre auch bedauerlich, wenn dem so wäre. So. Mist, den Schirm brauchen wir ja noch. Oh ja. Den Schirm hätte ich ja gebraucht, eventuell für seine antike Laserstrahlgeschichte. Nee, ich glaube, aus einem First Try wird erstmal hier nichts. Oh nein, keineswegs. Raus aus den Blitzfeldern. Mit Pfeil und Bogen kann man ihn da richtig gut abernten. Nicht aber mit unserer spärlichen Ausrüstung. Einfach weg von den Dingern. Aber ihn zu treffen ist so schwierig. Weil er da eher... depressiv, wollte ich schon sagen. Nee, leider nicht. Eher defensiv ist. Und halt da oben thront. So. Wie soll ich denn da an ihn rankommen? Ich weiß. Hallo? Ah, so. Kein Pfeil- und Bogenattentat, leider. Nein! Ich fasse es nicht. Ist der Aufwind noch da? Natürlich nicht. Warte mal, wie kommt man da offiziell gar nicht hoch? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Geht das offiziell echt nicht? Doch. Natürlich geht das. Weg da. Einmal weg da. Wo ist er so? Ah. Na komm her. Wo? Wo ist er? Ah. Er macht nur den Mist. Du nervst. Weißt du das?
Wieso? Das ist ohne Pfeil und Bogen wirklich grenzwertig. Na, komm doch mal her. Ich fände es viel netter, wenn du aus nächster Nähe guten Tag sagen würdest. Wie soll ich denn noch was machen da? Das geht ohne Urbosa nicht. Bleibt mir was anderes übrig, als auszuharren? Ich fürchte nicht. Wann ist denn Urbosa bereit? In 9 Minuten. Oh, das wäre aber schon doof. Aber mich töten zu lassen, ist auch nicht um meine Art. Vielleicht fällt mir noch was ein. Wie trifft man einen Gegner in der Luft, wenn man keinen Pfeil und Bogen hat? Wie kann das gelingen? Wenn ich ihn anhalte, bringt es ja auch nichts, ne? Nee. Habe ich eigentlich von dir ein Foto? Habe ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Prophylaktisch machen wir mal eins. Wo ist er? Sei mal schön fotogen. Den haben wir schon. Dann haben wir... das ersetzen wir. Dann haben wir ein tolles Bild. Was haben wir denn noch? Wir haben aber auch nichts. Ich könnte höchstens einen Säbel nach ihm werfen. Wo kann ich ihn denn mal hinlocken? Hier raus? Wäre das günstiger? Und nu? Ist er weg. Aber auf ihn drauf zu springen, das ist... Jetzt. Jetzt hätte ich ihn gekonnt. Moment. Sekündchen mal. Dann lassen wir ihn austicken. Eben stand er auf der Plattform. Und auf solch eine soll er sich wieder begeben. Weil ich will mich nicht töten lassen. So, und nun? Hilfe! Nein! Weg! 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 Hier! Jetzt spawnt er nämlich da, genau. Ja, geht nicht. Ich schaff's da gar nicht hin. Aber zu warten... Daruk in 13... Urbosa ist wichtig, glaube ich. Töten lassen. So ein First-Try-Sieg wäre natürlich schon edel. Wieso ging das denn nicht? Okay, beim ersten Mal warst du so kraftlos und jetzt spuckt er solche Töne. Da hatte ich aber auch andere Ausrüstung. Und das wäre immer noch nix. Wenn ich nur Pfeil und Bogen hätte, wäre Geschichte. Ich brauche keine Rüstung. Ich brauche nur Pfeil und Bogen. Und das habe ich halt nicht. Schon zu spät. Okay. Kann man eigentlich mit dem Magnetmodul bei ihm was machen? Ich meine, ist ja... Nee. Wäre mir neu. Deswegen machen wir es mal so. Aber ich glaube, in der Phase... ist es schlicht und ergreifend nicht vorgesehen, dass er getroffen wird. Zumindest fühlt sich langsam so an. Okay, Rivali ist auf jeden Fall bald bereit und Urbosa zur Hälfte. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir gehen den Mittelweg. Ich werde mich zwar nicht töten lassen und diesen Versuch zu Ende nutzen und zu Ende kämpfen, aber schneiden. Denn während ich hier stehe, ist er ja inaktiv, aber meine Reckenfähigkeiten laden sich dennoch auf. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Und damit melde ich mich zurück zum Dienst. Urbosa ist gleich wieder bei Kräften
und sie werden wir dringend brauchen. Ich denke, sie ist einfach der Schlüssel zum Sieg in diesem Duell. Denn sie ist ja praktisch die einzige Fernkampfwaffe sozusagen, die wir halt haben. Und solch eine brauchen wir zwingend dafür. Jetzt habe ich gewartet, als hätte ich eine Tiefkühlpizza beim Backen zugesehen oder so. So, wie lange braucht sie noch, die gute? 41 Sekunden sollten wir gerade noch so hinbekommen, aber auch gerade so noch. Das ist aber auch gut, dass wir mal auf einen Gegner warten mussten, beziehungsweise eher auf mich, ja eher gesagt. Pardon. Ich musste mir die Nase pudern, die Schwerter schleifen. Sucht es euch aus. Aber gleich sind wir bereit und Mipha ist wieder am Start. Rivali, wobei wir den hier eher nicht so brauchen werden. Aber weiß man's? Weiß man es? Wenn wir aber beim Ornititan. So. Das war das Stichwort. Wenn wir aber beim Orni schreien auf Pfeil und Bogen verzichten müssen, dann geschieht ein Unglück. Nee, aber wir haben ja Obosa, haben wir ja festgestellt. So. Und nun müssen wir die gute anwenden, was in dieser Phase eigentlich gar nicht so schwer fällt. Dann nehmen wir aber den, nutzen den ab. Er muss natürlich im Radius sein und nicht in seine Magie gehüllt darf er sein. So. Und da ist er runtergegangen und wird sogleich nicht paralysiert. Verflixt, er rastet aus. Soll er nur? Soll er nur? Denn wenn man durchdreht, macht man Fehler. Kennen wir ja selber zu gut. Und jetzt hier, Menschenskinder. So, Mist. Wo? Ach, verdammt, dann eben so. Mensch, wie nervig. Wie durch und durch nervig du bist. So. Ist das nervig? Ja, das ist es. Das geht nicht in der Phase, oder wie? Wo ist mein Zeug? Ich finde es überhaupt nicht mehr. Mein Zeug... Du nervst, weißt du das? Mist. Du nervst tierisch. Das tust du. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Danke, Mipha. Es hilft nichts. Mist. Jetzt lass mich mal in Ruhe. So, und jetzt. So, und jetzt. Los mit. Weg mit dir. Okay. Okay. Zu dieser Zeit wollte ich eigentlich schon Daruk haben. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Okay, wo sind wir? Da sind wir. Mist. Ich brauche die letzte Obosa, glaube ich. Ich glaube, hier brauche ich die letzte Obosa. Oh ja. Oh ja, oh ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber erst anhalten, zur Sicherheit. So, und jetzt... Und das war's. Das war schon eine harte Nuss, muss ich zugeben, doch sie ist geknackt und das Fruchtfleisch mit Genuss verzehrt. Vielleicht ist es kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Dies ist der perfekte Ort, um seine Gedanken zu sammeln. Und natürlich ideal für ein neues Lied.
Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Gerudo Urbosa gehört habe, dann möchte ich ihr ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Vanaboris verbringen, der von Urbosa gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Urbosa, eine der Recken aus vergangener Zeit. Höret die Geschichte derjenigen, die Naboris Lenker ward, bevor sie folgte des Reckenpfad. Königin Urbosa über die Gerudo wacht, sie beweist der Prinzessin ihre Macht. So wie ich nun berichte. Prinzessin von Hyrule, es gibt keinen Grund für mich, eure Bitte abzulehnen. Wie Yiga wandert, die die Verheerung Ganon zurückbringen will, soll es auf unser heiliges Erbe abgesehen haben. Mit Freuden helfe ich beim Bezwingen der Verheerung. Königin der Gerudo, Urbosa. Im Namen des Königs von Hyrule danke ich euch. Wie ernst und feierlich du warst, Urbosa. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Wirklich? Ich habe dich zuletzt vor 10 Jahren so gesehen. Damals hat mein kleines Mädchen nicht oft gelächelt. Urbosa? Ich wollte dich das schon länger mal fragen, aber... Warum bist du eigentlich immer so mütterlich zu mir? Hey, ihr zwei da. Ihr habt Glück, dass ich nichts von euren Methoden halte. Ich greife nicht von hinten an. Na los, kommt. Ihr habt Glück, dass die Prinzessin da ist. Sonst hätte ich euch aufgeschlitzt. Jetzt haut ab! Mütterlich trifft es eigentlich ganz gut. Hä? Wir waren gute Freundinnen damals. Und immer wenn sie dich im Arm hielt und dir in die Augen sah, hat sie ganz glücklich gelächelt. Du meinst meine... 10 Jahre ist es jetzt her. Du hattest gerade deine Mutter verloren, aber anstatt zu verzweifeln, hast du alles gegeben, um eine gute Prinzessin zu sein. Ich möchte einfach immer für dich da sein. Das bin ich ihr schuldig. Wahnsinn! Was für eine Erinnerung! Wirklich bisher eine, wenn nicht sogar die beste, würde ich sagen. Wir haben etwas sehr Interessantes erfahren. Königin Urbosa damals war gut mit Zeldas Mutter befreundet. Und somit, ja, ist Zelda für sie nicht nur, ja, militärische Partnerin und gute Freundin, sondern auch so eine Art Ziehmutter fast schon. Wundervoll. Und Urbosa ist natürlich sowieso die Wucht, wie wir gesehen haben. Die Yigas konnten einpacken. Thanos konnte sowieso einpacken. Denn Urbosas Schnippen ist noch viel stylischer. Vielleicht nicht so... Ja, ich sag mal, nicht so wuchtig, aber... stylischer. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Sie muss eine starke Kriegerin gewesen sein. Doch auch jemand, der sich mütterlich um andere sorgte.
Wie findest du die Ballade von Urbosa? Wunderschön, mein Bester. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Wenngleich du auch so tust, als hätten wir uns noch nie gesehen, aber das ist gar nicht schlimm. Kennt man. Wenn man Klassenkameraden in der Öffentlichkeit sieht. Oder so, habe ich gelesen. In einem britischen Wissenschaftsmagazin über Tiefenpsychologie. Ach, lassen wir das. Ich wollte zeigen, wie stark Urbosa wirklich war. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Seit ich die fehlende Verse ergänzt habe, fühle ich mich viel selbstsicherer. Nicht schlecht, für einen Voi. Du solltest jetzt noch besser mit Urbosas Zorn umgehen können. Bitte, hilf der Prinzessin. Zeige ganz Hyrule, dass du ein wahrer Held bist. Urbosas Zorn Plus. Die Kraft lädt sich nun schneller wieder auf. Ah, das ist sehr, sehr cool, aber an sich wird sie wohl nicht verstärkt. Die Ballade von Urbosa ist somit gesungen. Sehr, sehr cool. Aber, okay, sie ist nicht aufgeladen, aber sie braucht jetzt gerade... 4 Minuten dann wahrscheinlich nur noch. Das ist sehr, sehr cool. Hatte ich mir gewünscht, dass sie sich schneller auflädt. Und dieser Wunsch wurde uns gewährt, wenngleich die Macht an sich immer noch die gleiche ist. Sie steht uns nur schneller zur Verfügung. Ihr Lieben, das soll es von dieser Folge gewesen sein. Wir haben wieder einiges mehr über Zeldas Vergangenheit erfahren. Schönes, aber auch leidvolles. Dass sie immer jemanden hatte, der ihr Freundin war und die mit mütterlichen Augen über sie wachte. Herzerwärmend. Danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.